sind heute mit Marcel Sommer unterwegs und er ist ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jetzt muss ich direkt mal fragen, lieber Marcel, guten Morgen erstmal. Hallo. Wie sieht das denn aus? Wie viele dieser Glamping-Tours hast du denn schon gemacht? Glamping selbst ist, ganz ehrlich gesagt, meine zweite Tour. Ich war diesen Sommer einmal in Thüringen, so ein Wiesenbettkonzept mal ausprobiert, im Safari-Zelt in der Pampa gelebt. Das war super mit Familie, also es hat richtig Spaß gemacht. Ohne Strom war natürlich für die Kids ein Schock. Aber gut, ich habe noch die Nase verbrannt, weil ich versucht habe, die Kerzen, die man anmachen muss, dann auszupusten. Da war ein Hitzeschild und aber lange Geschichte. War sehr spannend. Ja, und das ist jetzt meine zweite Glamping-Tour, aber Campen mache ich schon seit 39 Jahren. Heute ist Marcel mit dem LeVorg, dem neuen Modell, unterwegs. Marcel, wo führt dich denn heute überhaupt der Weg hin? Ich werde heute über Hamburg an die Ostsee fahren. Also erst das Marinedenkmal in La Böhme mir anschauen. Als alter Marinesoldat muss ich da einfach hin und dann geht es nach Eckernförde. Alte Kaserne besuchen und Eckernförde ist an sich sowieso sehr, sehr schön. Ja, und dann geht es zum Glamping, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Jetzt sitzen wir hier im neuen LeVorg, das Modell 2019. Wie würdest du denn das Fahrverhalten einschätzen? Mit Wohnwagen ist das so eine Sache, weil das Getriebe dafür nicht das Perfekte ist. Das muss man ganz klar sagen, weil wir haben einen Boxermotor, also einen sehr, sehr hochdrehenden Motor. Die 8 und die 7 sind lediglich rot bei der Drehzahl. Das heißt, man kann den schon bis 6000 Touren drehen. Jedem normalen Autofahrer blutet das Herz, wenn die Drehzahl so hoch geht. Und der möchte das dann. Und das Resultat ist dann einfach ein Verbrauch, der dann nicht mehr so wahnsinnig toll ist. Aber er bringt trotzdem die Kraft auf die Straße, hat ja permanent Allradantrieb. Das ist natürlich super zum Anhänger ziehen. Und was ich ganz toll finde, ist hier, und zwar dieses Abstandsregeltempomaten. Also wir haben den adaptiven Cruise Control. Wir stellen also die Geschwindigkeit ein. Mit Wohnwagen sind das 100 km/h, die wir dann maximal fahren können. Und der hält dann den Abstand zum Vordermann, den stellt man natürlich mit Gespann auf die höchste Entfernung. Das heißt, bei Tempo 100 sind es dann 50 Meter. Und mit dem Spurhalteassistenten kommt alles zusammen. Also man ist schon sehr, sehr gut auf dem Weg Richtung autonomen Caravan fahren. Nur, dass Fadi sich jetzt hinten hinlegt, so weit ist es noch nicht. Aber das ist echt, und das haben wir heute sehr, sehr, also gestern aber auch schon, sehr, sehr oft ausprobiert. Und das funktioniert reibungslos. Also das ist echt top. Jetzt muss man ja sagen, es fällt auf, lieber Marcel, du bist sehr groß. Also Kopffreiheit ist bei dir nicht mehr gegeben. Das ist für dich schon manchmal problematisch mit deiner Größe, ne? Ja, ich bin ein bisschen anders geartet als die Crash-Test-Dummies, das muss man ganz klar sagen. 1,95 groß, BMI jenseits von Gut und Böse. Aber man muss ganz klar sagen, in diesen Fahrzeugen hier, das ist aber in ganz vielen anderen Modellen auch so, wenn man auf das Schiebedach verzichtet, gewinnt man 3, 4, 5 Zentimeter teilweise. Und für mich also, ich verzichte auf Schiebedach und habe dann wieder Kopffreiheit. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Thema autonomes Fahren könnte für dich als Familienvater natürlich auch super interessant sein, weil dann hättest du Zeit mit deiner Familie quasi im Autoraum die Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, du bist so ein Vollblut-Autofahrer. Du möchtest am Steuer sitzen, das Auto auch spüren, oder? Ja. Im Ruhrgebiet ist das so eine Sache bei uns. Da auf der A40 würde ich mir schon mal so ein autonomes Auto wünschen, weil Stau fahren kann dann wie ich jeder und das macht gar keinen Spaß, besonders wenn man kein Automatikfahrzeug hat, dann bricht einem irgendwann der linke Fuß ab. Aber ich bin auch ein schlechter Beifahrer gleichzeitig. Ich vertraue vielen Menschen absolut, nur mein Magen macht das nicht alles so richtig mit und wenig Menschen fahren so, wie ich mir das dann vorstelle. Hat gar nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern ich lenke vielleicht eine Mühe früher ein und mein Körper denkt dann, jo, das macht er nicht und dann wird mir schlecht. Also da bin ich so ein bisschen, ja, Sensibelchen, was das angeht. Rennstrecken sind da auch nicht immer so toll für mich, muss ich zugeben. Aber man hält es dann irgendwie dann doch durch, man hat ja Kinder, man muss ja auch irgendwie der stolze Papa sein dann und dann das Vorbild, Vaterbild, aber nee. Und während des Fahrens dann spielen, da wäre ich nicht so. Also ich habe es lieber gerne selbst in der Hand. Ausnahmen Stau und Stadtverkehr, da brauche ich echt nicht selber.